Es gab mal eine Zeit, da waren diese Autos hier richtig in Mode. Kleine Cabrios mit stabilem Blechklappdach. Mitsubishi ist auf den Zug aufgesprungen und brachte den Colt CZC auf den Markt. Ob der im Alter noch ein zuverlässiger Gebrauchter ist, das erfahrt ihr hier bei Vier Räder. Für mich machten den Anfang dieser Klasse der Mercedes SLK der ersten Generation und der Peugeot 206 CC. Das war so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er. Dann ging es weiter durch alle Klassen, selbst so Modelle wie den Renault Wind zum Beispiel, den Opel Tigra Twin Top oder auch den VW Eos gab es. Mitsubishi kam dann mit dem Colt CZC im Jahr 2006 dazu. Für das Design und den Bau des Colt CZC ist übrigens der italienische Spezialist Pininfarina verantwortlich. Mangels großer Nachfrage wurde das Modell dann aber schon 2009 nach nur 3 Jahren eingestellt. Den Colt als Modellfamilie gibt es aber schon seit 1978 und er wurde 2012 dann eingestellt zugunsten des etwas kleineren Space Star. Die sechste Generation, auch bekannt als Z30, gibt es dann auch als normalen 3 und als normalen 5-Türer. Beim Colt gab es auch ein Facelift im Jahr 2008. Ihr erkennt es immer an dieser typischen Jetfighter-Nase. Das haben wir natürlich noch nicht. Den Colt als Cabrio gab es ja nur bis 09. Den gab es also nur als Vor-Facelift. Auch die Geschichte mit Pininfarina muss ich ein bisschen einschränken, denn den Colt gab es ja schon als Modell. Man musste ja nur noch das Heck dazu designen. So kommt es, dass die Front das typische Van-Gesicht des Mitsubishi Colt ist, denn der Colt ist ja eher ein Minivan als ein richtiger Kleinwagen. Exakt 22 Sekunden dauert es, bis aus dem kleinen Colt ein Cabrio wird. Das ändert aber nicht wirklich was am Design. Wir haben an der Front eine Van-Front, wir haben dann in der Mitte ein Cabrio und hinten haben wir dann ein ziemlich kastiges Heck, denn irgendwo muss das Blechklappdach ja hin. Sehr praktisch am Colt ist aber, dass er nur 3,88 Meter kurz ist, also perfekt für die Stadt. Und wir haben hier eine richtig modische Farbe, schön für den kommenden Sommer. Wir haben Oriental Orange. Ich habe schon angedeutet, das Heck ist ziemlich kastig. Die zweiteiligen Rückleuchten versuchen immer so ein bisschen zu kaschieren, aber das klappt nur bedingt. Das wird mit der Grund sein, warum die Blechklappdach-Cabrios heute nicht mehr so oft am Markt sind. Die Auswahl der Motoren ist beim Colt Cabrio relativ übersichtlich, aber schon recht interessant. Wir haben 2 Benzinmotoren im Angebot, 2x 1,5 Liter Hubraum, 1x 109 PS als Saugbenziner und 150 PS als Turbo. Beide kommen immer mit einem 5-Gang-Handschaltgetriebe daher und der Turbomotor ist relativ beliebt bei Tunern, der soll sehr standfest sein und lässt sich daher leicht verändern. Die Motoren haben übrigens auch immer eine Daimler-Chrysler-Basis, denn der Mitsubishi Colt der 6. Generation bildet ja auch die Basis für den Smart 4-4. Wir haben den Saugbenziner, also den 109 PS Benziner, ganz normaler Vierzylinder-Sauger mit 1,5 Liter Hubraum. Er bringt 145 Newtonmeter maximales Drehmoment auf seine Kurbelwelle. Das ist dann gut für eine Beschleunigung von 10,5 Sekunden und eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h. Verbrauchen soll der Colt damit ungefähr 6,5 Liter, im Alltag ist das aber immer deutlich mehr. So, Dach wieder zu. Wie komme ich auch drauf, im Dezember ein Cabrio zu drehen? Natürlich fängt es an zu nieseln. Ich öffne mal die großen Türen. Wir haben hier Klapptürgriffe, noch etwas old-fashioned, sage ich mal. Wir haben aber einen großen Einstieg und praktisch auch beim Colt immer. Der Colt ist ja eher ein kleiner Van als ein Kleinwagen. Wir können hier sehr bequem einsteigen. Also auch für Menschen, die auf einen etwas höheren Einstieg angewiesen sind, ist das ein sehr passendes Auto. Platz habe ich dann hier auch sehr gut. Gerade in der vorderen Reihe, auf die hintere Reihe komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber vorne zwickt überhaupt nichts. Die Sitze vorne sind auch relativ gut. Die sind zwar nicht groß ausgeformt, sind keine Sportsitze oder so. Man hat auch eine recht hohe Sitzposition. Aber wir haben hier in diesem Colt CZC auch eine schöne Polsterung mit diesem braunen Leder. Das sieht sehr schön aus. Gerade für ein Cabrio finde ich das perfekt. Das restliche Design im Colt ist aber recht trist, das ist alles grau in grau. Es wird versucht hier mit so kleinen Elementen wie zum Beispiel dieser Blende hier unten, die leuchtet auch so ein bisschen durch, wenn hier die Beleuchtung an ist, von hier oben von der Klima, dann leuchtet das ein bisschen nach unten durch, sieht ganz cool aus. Da wurde so ein bisschen versucht, ein bisschen Design reinzubringen. Von der Qualität her ist das aber alles Hartkunststoff, das fässt sich auch alles nicht so unbedingt schön an. Wir haben oben dann ein ganz leicht aufgeschäumtes Cockpit, immerhin, aber ansonsten haben wir wirklich Hartkunststoff und da bringen die Ledersitze und auch das Lederlenkrad mit diesem braunen hier an der Seite bringt noch mal so ein bisschen Noblesse in das Auto rein, was so sonst das ein bisschen fehlt. Das ist alles recht grau in grau. Dafür ist die Übersicht aber recht gut. Wir haben verschiedene Funktionen, die aber sehr wenig sind. Es lässt sich alles gut erreichen, Radio, Klima, alles lässt sich gut bedienen. Mehr Funktionen haben wir hier auch nicht. Ich gucke mir gleich mal die Übersicht mit euch an. Ich sehe den Colt so. Natürlich haben wir hier einen kleinen Van, dadurch ist die Front sehr stark abfallend. Die sehe ich also nicht aus der Fahrerperspektive. Ich schaue nach rechts, da sehe ich hier eine große und
mit langer A-Säule, klar, Van. Da haben wir hier ein kleines Fenster dazu, extra nochmal. Das hilft auch ein bisschen. Einen großen Außenspiegel. Und nach hinten, gut, wird die Sicht natürlich ein bisschen eingeschränkt, obwohl der Dachpfosten nicht groß ist vom Klappdach. Aber wir sehen natürlich auch nicht, wo das Auto hinten zu Ende ist. Da wäre eine Einparkhilfe also sehr hilfreich. Auf der linken Seite sieht das ähnlich aus. Da haben wir auch nochmal so ein kleines Dreiecksfenster hier. Einen recht großen Außenspiegel für das kleine Auto. Und nach hinten sieht es auch ähnlich aus. Ich starte mal mit den Funktionen mit euch. Wir haben hier den Schlüssel parat. Der sieht aus wie bei Smart. Kein Wunder. Wir machen mal die Zündung an. Wir haben hier ein ganz normal ein Zündschloss. Macht es mit der linken Hand immer recht komisch. Und einmal auf die Zündungsposition. So, der Wagen meldet sich mit einem Piepen zu Wort. Wir starten mal auf der linken Seite. Türblende ist ein bisschen weich gemacht sogar. Ich hatte mich jetzt komplett auf Hartplastik eingestellt, das ist ein bisschen weich. Wir haben silberne Türöffner, wir haben hier zwei elektrische Fensterheber, die lassen sich auch sperren. Und wir haben hier dann die Öffnungsmöglichkeit fürs Verdeck und auch das Schließen des Verdeckes. Darunter haben wir dann hier einmal einen Handgriff und hier haben wir ein großes Ablagefach. Das ist aber nicht wirklich für eine Flasche gemacht, da passt nur eine ganz kleine Flasche rein, weil hier oben gleich halt der Rest kommt, die restliche Kunststoffverkleidung. Wir haben dann hier unten nicht den Lichtschalter, wir haben hier aber die Nebelscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte und die Verstellmöglichkeit für die elektrischen Außenspiegel. Dann haben wir das Lenkrad. Das sieht so aus, wie gesagt, auch braunes Leder an der Seite dran, in Leder eingefasst, könnte mal wieder ein bisschen gereinigt werden, der Wagen hier, aber das sollte der Sache keinen Abbruch tun. Wir haben hinter dem Lenkrad zwei Hebel, Blinkerhebel mit Lichtschalter und auf der rechten Seite haben wir den Wischerhebel. Wir haben dann hier einmal das Cockpit, da mache ich euch mal kurz Licht an, da seht ihr das auch mit der grünen Beleuchtung. Wir haben links eine ganz große Tankuhr, wir haben in der Mitte einen großen Tacho und auf der rechten Seite haben wir ein Drehzahlmesser. Wir haben unten in der Mitte dann ein ganz kleines Infodisplay, das zeigt uns den Kilometerstand an und zum Beispiel den Tageskilometerzähler. Hier oben geht es dann weiter mit einem Bordcomputer, den kann ich auch durchschalten mit einer Taste am Radio. Da habe ich in der Mitte dann verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Durchschnittsgeschwindigkeit und Restreichweite. Das kennt ihr so alles aus einem typischen Bordcomputer. Zusätzlich haben wir auf der linken Seite die Außentemperaturanzeige und die Uhrzeit auf der rechten Seite. Dann haben wir hier ganz präsent, sage ich mal, den Warmblinkerschalter. Der lässt sich auch gut bedienen oben auf der Mitte. Wir haben zwei Lüftungsdüsen in der Mitte, die lassen sich hier ausklappen und verstellen, haben wir natürlich auch außen, habe ich vergessen zu erwähnen, auch auf der linken Seite. Dann haben wir unter den Lüftungsdüsen ein ganz normales Radio, das ist auch in diesem leicht tristen Grau eingefasst, ein normales Einlinienradio. Wir haben sechs Stationstasten, können wir alles hier ablegen, wir haben eine CD, wir können auch MP3 CDs einlegen. Ja, ganz simpel, da reicht aus. Wer mehr haben möchte, kann gerne sich was anderes nachrüsten. Das ist recht einfach möglich. Ihr braucht nur eine Adapterblende und dann habt ihr auch hier die Möglichkeit, zum Beispiel ein großes Touchscreen-Radio einzubauen. Unter dem Radio haben wir jetzt aktuell aber ein Ablagefach, das ist mit dieser leicht simplen Klappe versehen. Ist auch nicht rutschfest oder so, kann man aber was drin ablegen. Unter dem Ablagefach haben wir die normale Klimaanlage, ganz handelsüblich. Wir haben linke Seite Temperatur zum Regeln, in der Mitte können wir die Klima einschalten. Mittige Bläsestufen, da haben wir dann die Möglichkeit für die heizbare Heckscheibe und hier die Luftrichtung, da ist dann auch Umluft dabei. Dann haben wir hier nochmal einen 12-Volt-Anschluss dabei und verschiedene Ablagefächer hier unten in der Mitte. Die sind aber ein bisschen kurios designt, da habe ich jetzt hier auf der rechten Seite zum Beispiel meine Geldbörse drin. Kann man machen, Handy oder so passt aber nicht rein, gerade auch weil die Dinger hochkant sind. Wir haben dann hier unten in der Mitte zwei Getränke, halte natürlich keine Lüftungsdüsen. Wir können da eine Flasche reinpacken. Ich habe meine eckige 05er dabei, passt auch gut rein. Fällt aber nur im Auto hin und her, wenn ich mal stark anfahre, dann würde die sicherlich auch rausfallen. Wir haben keine Abstandshalter dabei und die sind auch nicht rutschfest ausgekleidet. Unter den beiden Cupholdern haben wir dann das handelsübliche 5-Gang-Getriebe. Das ist hier, wir haben hier so einen Balk, der sieht ein bisschen anders aus als üblich, aber egal, wir haben den Rückwärtsgang unten rechts ohne Sperre dabei und der Schalthebel ist auch mit so diesem leicht braunen Leder eingefasst. Wir haben dann hier zweimal Sitzheizung, zweistufig für beide Vordersitze. Wir haben ein Ablagefach hier und wir haben dann natürlich eine ganz normale Handbremse. Keine Mittelarmlehne, aber dafür nochmal ein Cupholder. Rechts geht's weiter. Wir haben dann hier das Handschuhfach. Das ist auch relativ groß. So sieht zumindest von außen so aus. Wir haben hier ein paar Münzhalter oben dabei. Wir haben hier die Bordliteratur. Damit ist es auch schon fast voll. Wir haben auch die Möglichkeit, den Beifahrer-Airbag abzuschalten und das Handschuhfach zu kühlen. Die Türblende auf der rechten Seite sieht genauso aus wie auf der linken Seite. Wir haben, wie gesagt, ein Ablagefach. Der Cupholder ist aber nicht sonderbar toll umgesetzt. Wir können, wie gesagt, selbst eine 05er hier nur irgendwie reinquetschen. Das hätte man sicherlich ein bisschen schöner machen können. Gut, ich gehe an Dachhimmel mit euch. Wir haben hier einmal einen manuellen dimmbaren
Rückspiegel, den haben wir hier. Und wir haben dann hier auch nochmal eine Innenraumbeleuchtung, lässt sich so einschalten. Auch ganz simpel. Dazu haben wir dann hier nochmal zwei Sonnenblenden, auch mit Kosmetikspiegel, die aber nicht beleuchtet sind. Auch auf der rechten Seite. Und zudem haben wir dann nochmal hier die Möglichkeit, das Cabrio-Dach zu entriegeln. Vor dem elektrischen Öffnen müsst ihr das entriegeln. Die Öffnungsmöglichkeit befindet sich ja dann an der Fahrertür. Wir kommen natürlich auch kurz zu den Preisen. Den Colt in der Version Z30, also die sechste Generation, bekommt ihr ungefähr ab 1.000 Euro in den Börsen gelistet. Cabrios gibt es dann ab ungefähr 2.000 Euro. Es gibt die drei Ausstattungen in Form, in White und Turbo. Wir haben den in White dabei und zudem würde ich auch raten, denn bei dem in White haben wir serienmäßig die Klimaanlage und auch ESP, was ich als sehr wichtig erachte. Unser Colt hier ist ein, wie gesagt, ein 1,5 Liter Saugbenziner mit 109 PS. Er hat 115.000 Kilometer abgespult, ist 2006 erstmalig auf die Straße gekommen und soll heute noch 3.000 Euro kosten. Also als günstiges, kleines Cabrio für den nächsten Sommer finde ich das nicht schlecht. Hinten sitzen im Mitsubishi Colt. Mitsubishi sagt, wir haben einen 2 plus 2 Sitzer, wir haben einen eingetragenen 4 Sitzer. Aber jetzt schaut euch doch mal an, ich sitze aktuell in dieser Position und diesen Knieraum haben wir noch. Deswegen kann ich euch auch nicht mehr zeigen, ich kann nicht wirklich einsteigen hinten. Wir haben dieselbe Lederpolsterung wie vorne. Wenn man möchte, kann man da sicherlich ein Kind und gerade wenn man auch weit vorne sitzt als Fahrer, kann man ein Kind transportieren. Würde ich aber ungern machen, da wir auch keine Kopfstützen haben. Wir haben aber immerhin zwei Sicherheitsgurte dabei. Ich würde sagen, das eignet sich besser als Gepäck. Ablage. Ich habe gerade auch eine Ablage gefunden für meinen Schal, meine Handschuhe zum Beispiel. Dazu kann man das machen. Mehr würde ich mit den Rücksitzen aber nicht anstellen. Kofferraum im Mitsubishi Colt Cabrio. Da haben wir ein gespaltenes Verhältnis zu. Wir machen mal den Kofferraum auf. Wir haben maximal ein Volumen von ganzen 460 Litern. Sagt mir mal, welcher Kleinwagen das noch hat, außer vielleicht ein Skoda Fabia Kombi. Das verringert sich natürlich drastisch, wenn wir das Cabrio-Dach aufmachen. Dafür gibt es hier eine kleine Jalousie, damit wir auch wissen, bis wohin wir das Ganze beladen können, wenn wir das Dach offen haben. Dann können wir hier nämlich ein Volumen von 190 Litern nutzen. Das ist recht wenig und auch sehr flach. Also wir müssen die Sachen hier drunter packen, weil den Rest würde dann das Dach einnehmen. Wir machen die Jalousie mal wieder weg. Ja, weg geht einfacher. Wir haben dann nämlich drunter eine Matte, sage ich mal, die wir hochheben können. Darunter haben wir dann ein bisschen Styropor. Darunter verbirgt sich dann nochmal ein First Aid Kit zum Beispiel oder auch das Warndreieck. Und ihr seht es hier, da steht Smart dran. Wir haben hier also einen halben Mercedes dabei. Cabrio fahren im Winter, das ist hier Leben am Limit, aber kann man machen mit eingeschalteter Heizung und der Sitzheizung, geht das noch einigermaßen in Ordnung. Für den restlichen Fahrtest habe ich aber wieder das Dach geschlossen, denn es nieselt auch wieder leicht, wir haben halt Dezember. So, was haben wir hier unter der Haube? Wir haben hier einen 1,5 Liter Saugbenziner mit 109 PS. Natürlich verbringt der keine Wunder, aber in der Stadt ist das voll ausreichend, um mit aufgedrehtem Radio mit dem Cabrio durch die Stadt zu fahren. Reicht das sicherlich allemal für euch aus. Für mehr gibt es den Colt als Turbo. Der Turbo ist auch sehr beliebt. Da kann man relativ viel verändern und recht günstig auch. Und der Motor hält es dann zudem auch noch aus. Das Getriebe geht in Ordnung, das ist relativ direkt. Bei unserem Modell haben wir aber leider das Problem, dass die Buchsen geschmiert werden müssen. Dadurch bedient sich das wirklich mit sehr viel Kraftaufwand. Um in den dritten Gang zu kommen, ist das schon sehr problematisch. Das war der erste, das ist der zweite und der dritte geht wirklich kaum rein. Jetzt ist er drin. Soll ein Colt-Problem sein, wird aber vor Verkauf des Autos noch unbedingt gemacht. Das Fahrwerk geht in Ordnung, das Fahrwerk ist ein bisschen auf Komfort ausgelegt, rumpelt aber ein bisschen bei kurzen Stößen. Das merke ich besonders hier auf diesem Gelände gerade. Ich fahre den Wagen ja gerade noch hier auf dem Gelände. Das wäre auf der Straße sicherlich nicht anders. Also ein bisschen rumpelig ist es, ist aber mehr auf Komfort ausgelegt als auf Dynamik. Gut ist natürlich, dass wir immer ESP-serienmäßig haben, zumindest bei unserem Modell, dem Invite. Bei dem Inform müsst ihr aufpassen, der hat ESP nicht serienmäßig an Bord. Und da kommen wir auch gleich zur Sicherheit. Wir haben hier ein relativ sicheres Auto. Wir haben 4 Sterne beim Euro NCAP Crash Test, also schon mal nicht schlecht. Wir haben ABS dabei, ESP dabei und einige Airbags. Ich denke mal, das geht in Ordnung. Wir haben natürlich zu dem Bauzeitraum hier des Fahrzeuges haben wir noch keine Assistenten gehabt. Aber das brauchen wir nicht zu erwarten bei einem 2006 erst zugelassenen Auto. Von der Sache her finde ich den Wagen aber gut. Wie gesagt, unser Exemplar braucht ein bisschen Liebe. Aber denke ich mal, wenn man ihm die gibt,
dann kann der Wagen auch noch gut einige Jahre durchhalten. Natürlich komme ich auch kurz zur Zuverlässigkeit des kleinen Mitsubishi Colt. Der Colt als Modell kommt bei sämtlichen Prüforganisationen, seines TÜV, seines DEKRA oder ADAC, gut weg. Wir haben höchstens bekannte Mängel. Drosselklappensteller sind gerne mal defekt und eine rumpelnde Vorderachse. Da werden dann die Gummis ausgeschlagen sein. Ansonsten haben wir nicht viel bekannte Mängel. Natürlich haben wir in unserem Fall ein Blechklappdach-Cabrio. Das hat gerne mal Probleme mit dem Dach. Also testet bei eurer Probefahrt unbedingt, ob das Dach gut schließt, gut öffnet und auch, ob da kein Wassereinbruch ist. Im Kofferraum besonders, denn die Dichtungen gehen gerne mal kaputt, müssten dann ersetzt werden. Wir haben bei unserem Modell zudem noch zwei kleinere Mängel. Wir haben aktuell den Fensterheber an der Fahrerseite, der nicht mehr hoch oder runter geht. Bei meiner Testfahrt hat sich der Fensterheber übrigens erholt. Wir können ihn jetzt wieder runter machen und auch hoch. Und wir haben eines Teils auch verschlissene Buchsen im Getriebe, die müssten wieder mal geschmiert werden. Aber das sind Kleinigkeiten, die kann man sicherlich auch gut alleine machen. Dann haben wir nämlich für den nächsten Sommer ein schönes Cabrio. So kurios das Design des Colt Cabrio namens CZC auch sein mag, wir haben ein grundzuverlässiges Auto. Unser Exemplar hier braucht zugegeben etwas Liebe, bis es wieder richtig schön dasteht und gut funktioniert. Aber um im nächsten Sommer offen zu fahren, sind 3000 Euro als Kaufpreis, denke ich mal, nicht zu viel. Was meint ihr zum Mitsubishi Colt? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Vielleicht fahrt ihr ja sogar so ein Fahrzeug, auch einen normalen Colt, als Limousine oder als Dreitürer. Und da würde ich gerne eure Meinung hören, wie zuverlässig ist das Auto bei euch? Wie hat euch mein Review gefallen? Ich freue mich über eure Meinung in den Kommentaren, über eure Like des Videos und ganz besonders über das Abonnieren meines Kanals. Ich freue mich auf euch das nächste Mal hier bei 4 Räder.